Welcher Typus Kunde, wie geht der vor, ist erfolgreicher in der Zusammenarbeit mit euch, slash quasi Banken, und wer nicht? Also hast du einfach allgemeine Tipps, wie man, wenn man eine Bank, eine Finanzierung anfragt, wie man wahrscheinlich besser oder wie man erfolgreicher ist dabei? Ich glaube, der beste Tipp ist einfach, sich gut vorzubereiten und auch frühzeitig sich mit dem Thema Finanzierung zu beschäftigen. Also wir bieten auch Vorausberatung an. Was kann ich mir leisten? Was kann ich heute schon tun, um vielleicht eine Finanzierung in einem Jahr leichter zu machen? Wie kriege ich da meine Finanzen, meine Situation entsprechend aufgeräumt? Also ich glaube, ein Kunde, der erfolgreich ist, ist jemand, der sich mit dem Thema schon frühzeitig beschäftigt, und das Thema Finanzierung eigentlich parallel mit dem Thema Objektsuche angeht und das nicht sequenziell macht. Also erst das Objekt und dann danach sich um die Finanzierung zu kümmert. Ich glaube, das ist sicherlich ein Erfolgskriterium. Und das Zweite ist, ich glaube, da redet ihr aber auch schon viel drüber mit eurer Community, ist gut vorbereitet auf eine Bank mit einem sauberen Konzept zuzugehen, mit geordneten Unterlagen, mit einer vollständigen Akte, mit einem klaren Plan, was will ich mit der Immobilie machen, wie hilft mir das in meiner Strategie? Also das merken wir sonst schon sehr stark, dass das sind alles Menschen, die Kredite entscheiden bei den Banken. Und je mehr ich dem Menschen dann eine gute Erklärung gibt, eine gute, konsistente Geschichte liefere, dann hilft es sozusagen mit den Banken konstruktiv und offen zusammenzuarbeiten. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Ist jetzt ein besonders guter Zeitpunkt, Immobilien zu finanzieren? Zinsen ja wieder ein bisschen runtergegangen. Ich freue mich sehr, das ausführlich besprechen zu können mit jemandem, der es wirklich weiß, nämlich dem Vorstand der Interhyp. Das ist Deutschlands größter Finanzierungsvermittler. Hallo Stefan. Hallo Marco, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, freue mich auch, weil das Thema Zinsen ist sehr, sehr spannend, hat speziell Mitte 2022 an Fahrt aufgenommen. Du bist eben ja mittlerweile seit 16 Jahren bei der Interhyp, jetzt im Vorstand, und muss man sich vor Augen führen, Deutschlands größter Finanzierungsvermittler. Ihr macht was für ein Finanzierungsvolumen ungefähr pro Jahr? Ja, so knapp 20 Milliarden. 20 Milliarden pro Jahr finanziert Immobilien, ist schon Wahnsinn. Also freuen uns riesig auf deinen Marktüberblick. Du warst vorher mal 8 Jahre Unternehmensberater und eben, ja, also bist schon sehr, sehr lange im Thema und möchte das Gespräch jetzt wie folgt strukturieren. Wir fangen so ein bisschen an. Seichter Einstieg, wie läuft eigentlich die Arbeit mit den Banken? Dann kommen wir eben auf die Zinsentwicklung, was ist da passiert? Ein bisschen historisch, dann aber vor allem eben seit 2022, gehen dann auch wirklich ins Detail, Zinsstrukturkurven und solche Sachen. Ja, was kann man da ablesen und mitnehmen vielleicht als Kapitalanleger? Dann wollen wir von dir einen Marktüberblick hören. Ihr kriegt eben durch das hohe Volumen sehr viel mit, was am Immobilienmarkt passiert. Dann wollen wir natürlich auch wissen, was macht denn ein Finanzierungsvermittler, was macht ihr im Speziellen? Reden auch über eine Partnerschaft, die wir angefangen haben, die uns große Freude macht, und gehen dann zum Schluss auch auf konkrete Finanzierungstipps, die ihr einfach geben könnt. Wie kriege ich eben bestmöglich meine Finanzierung? Genau, so wollen wir es aufbauen. Genau, da haben wir, glaube ich, einiges vor und fangen dann, wie gesagt, mal relativ seicht an. Genau, wie funktionieren denn Banken? Das kannst du uns, glaube ich, mal gut erklären. Wieso leihen Banken überhaupt Geld und wieso leihen sie Geld für Immobilien? Ja, Banken verdienen natürlich Geld an Krediten, indem sie halt zum einen Geld von Kunden als Einlagen nehmen, aber auf der anderen Seite wieder Bank Geld verleihen an verschiedene Gruppen und verschiedene Kundengruppen. Und Baufinanzierung ist eigentlich ein Geschäft, was den Banken in Deutschland ein sehr wichtiges ist und auch sehr liebes ist, weil es ein sehr langfristig sicheres Geschäft ist. Der deutsche Immobilienmarkt ist eigentlich über die letzten Jahrzehnte sehr stabil gewesen. Das heißt, sehr geringe Risiken aus Bankensicht, sehr langfristige Anlageklasse. Und deshalb ist die Immobilienfinanzierung für viele deutsche Banken einfach ein sehr wichtiges Standbein. Das, was machen Banken noch so? Also Investmentbanking machen Banken ja selbst auch. Ich weiß noch, da gab es mal Deutsche Bank oder so, da war das irgendwie ein großes Thema, dass die viel Investmentbanking machen und so. Da habe ich immer gedacht, ja, Immobilienfinanzierung, so viel Marge ist da ja wahrscheinlich nicht drin, oder? Aber wenn man einfach große Volumen macht, hat man ein stabiles Geschäft. Das ist.
Ja, es gibt einen riesen Bestand an Baufinanzierungen in Deutschland. Das ist, also das Neugeschäft in Deutschland war mal in den besten Jahren 280 Milliarden Neugeschäft pro Jahr. Das heißt, der Bestand der Banken ist noch viel größer, weil der Bestand ja dann über 10 Jahre oder 15 Jahre in den Büchern ist. Das heißt, das ist ein Geschäft mit sehr hohen Volumina und mit stabilen, guten Margen, mit denen die Banken gutes Geld verdienen. Auch interessant, wenn du das gerade sagst, 280 Milliarden in Summe, 20 Milliarden macht ihr davon. Ja, in der Zeit, als der Markt bei 280 war, haben wir auch 37 Milliarden gemacht. Das heißt, wir in den besten Zeiten waren wir auch schon mal deutlich höher. Also unser Marktanteil ist deutlich über 10% an dem Markt. Und wir sehen natürlich an Anfragen nochmal deutlich mehr. Also ungefähr 40% aller Kunden, die in Deutschland eine Baufinanzierung abschließen, stellen eine Anfrage bei uns. Das heißt, da haben wir eine sehr, sehr hohe Markttransparenz und wissen eigentlich sehr, sehr genau, was da im Markt passiert. Ja, wow. Also große Freude, große Ehre, dass ich jetzt hier Fragen stellen darf. Jetzt vielleicht nochmal, hast du gerade schon gesagt, also Banken finanzieren Immobilien ja dann eben auch gerne, weil sie da eine Sicherheit haben, weil das planbar ist. Also eine Bank finanziert mir ja grundsätzlich auch meinen nächsten Urlaub, wenn ich möchte wahrscheinlich, oder? Aber sehr viel weniger gern wahrscheinlich. Ja, es kommt dann natürlich immer auf den Zinssatz an für Konsumentenkredite oder für jetzt einen Autokauf ist das Geschäft für die Banken auch attraktiv, aber es ist halt für den Kunden mit deutlich höheren Zinsen verbunden, weil die Sicherheit für die Bank eine andere ist und dieses Risiko preist eine Bank in ihren Konditionen für Baufinanzierung und für Ratenkredit entsprechend ein. Und Baufinanzierung ist halt sehr ein langfristiges Geschäft, ein sehr risikoarmes Geschäft und deshalb sind die Zinsen, die der Kunde zahlt, deutlich niedriger als jetzt für einen Urlaub oder für ein Auto. Also für einen Urlaub, was werde ich bezahlen an Zinsen? Wahrscheinlich 8, 9, 10% oder so? Ja, genau, ungefähr in dem Bereich, glaube ich, ja. Ja, und das ist das, was wir auch immer sagen, es gibt gute Schulden und schlechte Schulden. Der Urlaub sind ziemlich schlechte Schulden, weil ist der Urlaub zu Ende, ist das Geld auch definitiv weg. Absolut. Immobilien sind hoffentlich gute Schulden, ja, weil da ein Wert dahinter steht. Ne? Absolut, absolut. Genau, darauf will ich auch hinaus. Der Wert dahinter für die Bank, wie wertet eine Bank eine Immobilie ein? Weil da ist ja nachher auch wichtig für die Finanzierung, das brauchen wir nachher wahrscheinlich auch noch für die Praxistipps. Aber wie geht eine Bank das an, wenn ich jetzt da hinkomme und sage, ich habe eine Immobilie, die muss ja selber auch einschätzen, was die Immobilie wert ist. Ja, also grundsätzlich geht eine Bank da auf Marktdaten, also auf Transaktionspreise in der Vergangenheit und schaut sich eben die konkrete Immobilie, um die es jetzt geht, im Vergleich zu vergleichbaren Immobilien an, die in den letzten Jahren entsprechend gehandelt wurden. Da gibt es Dienstleister, mit denen die Banken zusammenarbeiten, die diese Einwertung vornehmen. Und jede Bank hat dabei unterschiedliche Modelle, um mit diesen Dienstleistern entsprechend zusammenzuarbeiten und entsprechend noch Abschläge zu machen, Sicherheitsabschläge, um wirklich sicher zu sein, dass in dem Fall, dass sie die Immobilie wiederverwerten müssen, auch der Wert dann auch beständig ist. Also es macht jede Bank mit unterschiedlichen Kalkulationsmethodiken, aber im Grundprinzip geht es auf Verkaufspreise in der Vergangenheit minus einem Sicherheitsabschlag. Da gibt es Dienstleister, sowas wie Sprengnetter zum Beispiel? Zum Beispiel, genau. Die hört mich Sprengnetter ist ein großer Dienstleister in dem Bereich. Ja, ja, die sind, glaube ich, von Immobilien-Scout gekauft, ne? Wenn ich es richtig. Richtig, sagen. Genau. Ja. Okay, und jetzt darf eine Bank selber entscheiden, für wie wertvoll sie die Immobilie hält? Oder gibt es auch Richtlinien, oder? Sie kann jetzt nicht einfach. Genau, diese Dienstleister arbeiten mit bestimmten Richtlinien, die auch von der Regulatorik entsprechend überprüft werden. Also da kann nicht jeder Dienstleister sein eigenes Modell machen nach eigenem Gutdünken, sondern diese Modelle werden entsprechend von der Aufsicht entsprechend überprüft. Also da gibt es eine Regulatorik dahinter, die einfach vorschreibt, wie so eine Einwertung auch vollzogen werden muss. Okay, was auch Sinn macht, oder? Weil sonst hätte man quasi die vielen faulen Kredite. Das ist das, was 2008 in den USA passiert ist, soll nicht wieder passieren. Ja, absolut. Also generell kann man sagen, dass der deutsche Bankenmarkt da sehr solide finanziert hat in den letzten Jahrzehnten. Das ist auch ein großes Glück für den deutschen Immobilienmarkt, dass es eigentlich nie zu solchen Verwerfungen kam, wie in Amerika. Also wir haben in Deutschland sehr
gute Einwertungsverfahren. Wir hatten immer eigentlich eine relativ risikoaverse Banken, die halt entsprechende Sicherheiten auch gefordert haben. Wir hatten immer langfristige Zinsfestschreibungen, anders als in anderen Märkten, wo die Zinsen vor allem variabel finanziert wurden. Und das hat auch dazu geführt, dass dieser Immobilienmarkt eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer sehr stabil war und sehr krisenresistent. Das heißt, du glaubst nicht, dass sich 2008 USA in Deutschland irgendwann wiederholen könnte? Nee, also dafür gibt es keine Anzeichen. Also ich glaube, auch wenn wir auf unsere Finanzierung jetzt in den letzten Jahrzehnten schauen, dann sehe ich da auch ein geringes Risiko in den Bilanzen der Banken, weil wir wissen, wie solide unsere Kunden finanziert haben, mit entsprechendem Eigenkapitaleinsatz, mit einer entsprechenden Tilgung, mit langfristiger Zinsfestschreibung. Und das führt eigentlich dazu, dass dieser Markt aus meiner Sicht sehr stabil und sehr, sehr solide auch für die Zukunft aufgestellt ist. Ja. Ja. Okay, kann ich irgendwie rausfinden, wie die Bank meine Immobilie wahrscheinlich bewerten wird, bevor ich damit zur Bank gehe? Also wir nutzen die gleichen Einwertungstools, die die Banken auch nutzen. Das heißt, wenn ein Interp-Kunde zu uns kommt und einen Objektwert haben will, dann nutzen wir die gleichen Einwertungstools, sodass es da keine Überraschung gibt zwischen der Einwertung der Bank und dem Verkaufspreis. Also wir können gut vorhersagen, wie eine Bank reagieren wird auf ein bestimmtes Objekt und können dann den Kunden auch gut beraten, welche Bank für welches Objekt eigentlich die richtige darstellt. Okay. Aber selber kann ich es nur tun, wenn ich Zugriff auf die Tools habe, quasi, ne? Richtig, korrekt. Die sind nicht öffentlich. Ja. Okay. Dann lass uns mal ein bisschen jetzt kommen zur Zinsentwicklung und was da alles passiert ist. Also ich habe vorher noch einen Chart mir mal aufgerufen, Zinsen für Hypothekendarlehen 1972 bis jetzt oder bis 2022. Unfassbar, wenn man auf dieses Chart blickt, da gucken einen monströse Berge an quasi, ja, in diesem Chart. 1972 oder so 1974 ungefähr hier abgelesen waren die Zinsen bei 11,5%. Dann gehen sie irgendwie runter auf 6%. Ende der 70er, Mitte der 80er sind sie wieder auf 11,5%. Dann haben sie nochmal einen Peak Anfang der 90er bei 10%. Und dann geht es eigentlich stetig von den 10% runter bis ins Jahr 2021 auf eben ja, dann 1%. So, was wir also gerade immer noch haben, ist wirklich historisch niedrige Zinsen, oder? Absolut. Also ich glaube, das vergisst man oftmals, wenn man sich nur die letzten Jahre anschaut, dass eigentlich eher die Ausnahme das war, was wir bis ins Jahr 2021 gesehen haben mit sehr niedrigen Zinsen. Historisch sind die Zinsen im Moment immer noch relativ niedrig, natürlich deutlich gestiegen im Vergleich zu der Phase vor 2022, aber immer noch ein Niveau, was über das sich wahrscheinlich unsere Eltern gefreut hätten, ja, definitiv. Ja. Die Zinsen, warum sind die so viele Jahre runtergegangen? Also bis jetzt, wir reden jetzt gleich über Mitte 2022, da sind sie dann ja eben von, jetzt sagen wir mal irgendwie 1% Bauzinsen, sind sie jetzt auf 3,5% oder so gegangen, da werden wir gleich noch drüber reden. Warum sind die so viele Jahre davor immer weiter runtergegangen? Ja. Gut, also die Zinsen richten sich eigentlich immer nach der Erwartung, wie die EZB die Leitzinsen entwickeln wird und das ist sehr stark getrieben von der Inflationserwartung. Und jahrelang war Inflation eigentlich kein Thema in Deutschland und in Europa. Also wir waren eigentlich immer in dem Zielkorridor, den die EZB sich selber gesetzt hat. Und es war auch eigentlich nicht in Aussicht, dass sich das verändern wird. Und das hat eben zu diesem sehr langen Zeitraum der Zinsrückgänge geführt, sodass wir dann 2021 fast bei 0% Zinsen angekommen sind, was den Leitzins betrifft. Also wir müssen jetzt auch gleich Leitzins und ja. Bauzins unterscheiden sich, da gehen wir gleich drauf ein. Jetzt auch nochmal zu den Leitzinsen an sich. Das ist ein Instrument der Zentralbanken, das sie nutzen. Man sagt ja so ein bisschen flapsig, also die niedrige Zinsen kurbeln die Wirtschaft an. Also eigentlich will sie so niedrige Leitzinsen haben, wie es irgendwie geht, ohne dass die Inflation durchdreht. Kann man das so sagen? Ja, absolut. Das ist der Auftrag eigentlich der EZB. Der erste Auftrag ist, die Inflation unter einer Zielmarke zu halten, aber gleichzeitig eben auch für möglichst gutes Wirtschaftswachstum zu sorgen.
Okay, und da kommen wir jetzt dann in den spannenden Hunger. Jetzt kannst du in deinen Worten sagen, was ist jetzt 2022 passiert, dass wir plötzlich so eine Änderung bekommen? Gut, was ist 2022 passiert, ist eben, dass die Inflationserwartung deutlich zugenommen hat und die Inflationsraten ja deutlich hochgegangen sind. Wir haben es alle gemerkt, Ukraine-Krieg, danach sind die Energiepreise hochgegangen und wir hatten zum ersten Mal in Deutschland seit langem wieder dann höhere Inflationsraten, die deutlich außerhalb vom Korridor, vom Zielkorridor der EZB lagen. Und das hat dazu geführt, dass die EZB reagieren musste und ab Juli dann die Leitzinsen in mehreren Schritten deutlich nach oben gesetzt hat, bis jetzt auf 4,5%. Das ist der jetzige Wert. Wichtig ist einfach zu verstehen, dass diese Leitzinsen nicht direkt auf die Baufinanzierungszinsen wirken, sondern eher indirekt. Also die Leitzinsen legen eigentlich fest, wie sich die kurzfristigen Zinsen verhalten. Das heißt, die Leitzinsen haben eigentlich einen direkten Einfluss auf Tagesgeldzinsen, aber auch auf eine variable Finanzierung, wo sich die Konditionen alle 3 Monate ändern können. Die langfristigen Zinsen und die Baufinanzierung wird ja meistens langfristig festgeschrieben, richtet sich eher nach der Inflationserwartung und nach der Erwartung, wie sich die Leitzinsen über die nächsten 10 Jahre entwickeln werden. Das heißt, das führt in den vielen Fällen dazu, dass die Baufinanzierungszinsen eigentlich früher reagieren, als die EZB reagiert. Das hat man auch im Jahr 2022 gesehen. Ich habe es vorher gesagt, die Leitzinserhöhung war, die erste war im Juli 2022. Die Baufinanzierungszinsen sind eigentlich schon im ersten Quartal deutlich gestiegen, weil eben da schon den Märkten klar war, die EZB wird reagieren müssen, die Inflationszahlen gehen hoch und die Märkte haben dann diese erwartete Zinserhöhung der EZB schon in den langfristigen Zinsen entsprechend eingepreist. Ja, sodass dann eigentlich, als die EZB erhöht hat, die Baufinanzierungszinsen eigentlich gar nicht mehr reagiert haben. Die hätten eigentlich nur reagiert, wenn die EZB jetzt deutlich schwächer oder stärker reagiert hätte, als vom Markt davor angenommen. Ja. Wenn wir es nochmal reinversetzen in diese Monate, ich weiß das auch noch, ne? Also jahrelang war ja erstmal klar, Zinsen gehen eigentlich weiter runter, Leitzins ist schon am Boden und wir können sehr günstig finanzieren. Immobilienpreise kennen auch nur eine Richtung. Logischerweise haben Zinsen Einfluss auf Immobilienpreise wegen der Leistbarkeit. Wie war das für euch? Also das finde ich auch einen spannenden Punkt, ne? Dass der Markt schon weiß, aufgrund der Inflation, die Zentralbanken werden reagieren und deshalb fangen Banken schon an, die Zinsen anzuheben. Jetzt vermittelt ihr Finanzierung, die Bank, das ein wichtiges Geschäft auch für die Banken. Was war in diesen Wochen und Monaten los? Also ihr müsst ja einen riesen Impact gespürt haben plötzlich. Ja, das ist echt spannend, weil gerade die ersten Wochen des Jahres 2022, als der Zinsanstieg sich abgezeichnet hat, waren die stärksten Wochen und Monate der Interhyp-Geschichte und auch im Baufinanzierungsmarkt insgesamt, weil sich einfach jeder nochmal diese niedrigen Zinsen sichern wollte. Also wir haben extrem viele Anschlussfinanzierungen gesehen, gerade Forwards, die halt die Zinsen dann noch festschreiben wollten auf eine längere Laufzeit. Aber wir haben auch nochmal... Erklär mal kurz Forwards, also Forward-Darlehen. Genau, also es gibt ja bei jeder Finanzierung eine Laufzeit, eine Zinsfestschreibungsperiode, im Regelfall 10 Jahre. Und nach Ende dieser Laufzeit steht eine Prolongation an, dass das Darlehen entsprechend verlängert wird, dann zu neuen Konditionen. Es gibt die Möglichkeit, diese Umschuldung oder diese Verlängerung des Darlehens auch schon im Voraus zu machen. Also man muss nicht warten, bis das Darlehen einen Monat vor Ende der Zinsfestschreibung ist, sondern man kann das gegen teilweise geringe Aufschläge auch schon 2-3 Jahre im Voraus machen. Und da sind wir natürlich auf viele unserer Kunden zugegangen, aber viele neue Interessenten sind auf uns zugekommen, als absehbar war, dass die Zinsen steigen werden, sich dann diese niedrigeren Zinsen noch im Voraus zu sichern auf eine für den Zeitpunkt der Festschreibung. Und da habe ich halt als Investor oder als Eigenheimbesitzer die Möglichkeit, eigentlich den Zeitpunkt der Baufinanzierung auch frei zu wählen, weil wenn ich ein Objekt kaufen will, dann muss ich halt zu den aktuellen Konditionen finanzieren, ob ich will oder nicht, weil ich will ja das Objekt haben. Bei der Prolongation habe ich da halt einen gewissen Spielraum, wann ich die Prolongation eingehe. Ja, ja. Also die
Das heißt, es haben wirklich Leute, wann war das dann? Februar 2022? Genau, oder? Januar, Februar 2022. Da hat man, was hat man für News gelesen? Also klar, es gab den Angriffskrieg in der Ukraine. Man hat gesehen, Inflation ist ein großes Problem. Und daraus, das haben schon viele Leute für sich auch im Kopf wirklich umgesetzt und gesagt, die Bauzinsen werden jetzt steigen oder man hat erste Zuckungen im Bauzins schon gesehen und dann haben die sich gemeldet, oder? Genau, man hat die erste Zuckung im Bauzins auch schon gesehen. Und wir sind auch proaktiv auf unsere Kundinnen und Kunden zugegangen und haben gesagt, okay, vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um das Thema Prolongation anzugehen und sich die Zinsen langfristig zu sichern. Ja, ja. Okay, verstehe. So, und das war also noch ein sehr guter Zeitpunkt für euch und für Banken generell, für das Finanzierungsgeschäft. Und das ging dann plötzlich rapide in die andere Richtung. Ja, absolut. Also ich glaube, der Markt hat sich dann im zweiten Quartal gedreht, auch ziemlich rapide von einem absoluten Verkäufermarkt in einen Käufermarkt. Also die Jahre davor, muss man sagen, hatten wir stetiges Wachstum. Aber wenn man sich jetzt den Baufinanzierungsmarkt in Deutschland anschaut, war dieses Wachstum halt sehr stark aufgrund der gestiegenen Durchschnittsvolumina. Die Stückzahlen im Markt sind eigentlich jedes Jahr zurückgegangen. Das lag einfach daran, dass es sehr, sehr viele Käufer gab im Markt, aber wenige Verkäufer. Und innerhalb von wenigen Monaten nach dem Zinsanstieg hat sich das Bild einfach komplett gedreht. Ja, wir hatten sehr, sehr viele Verkäufer im Markt. Also die Angebote auf den Plattformen sind deutlich gestiegen. Aber die Nachfrage von Kundenseite war sehr, sehr niedrig. Das heißt, es gab wenig Interesse und die Preise sind auch noch nicht so stark zurückgegangen. Das heißt, die Preise haben nicht zu den Zinsen gepasst. Und das hat eben dazu geführt, dass die Stückzahlen an Baufinanzierungen im Markt deutlich zurückgegangen sind. Also einfach, weil der Immobilienkäufer, der typische Eigenheimkäufer vielleicht auch, der guckt schon mal online, was er sich für eine Bankrate irgendwie leisten kann, weiß quasi bei seiner Immobiliensuche dann vorher seine Bankrate, die er sich leisten kann, stellt ab, wenn er das macht, im April 2022 stellt er fest, ups, ich kann mir sehr viel weniger Immobilie leisten, ups, die Immobilien sind aber noch so teuer wie davor. Genau, und vergleicht halt auch die Bankrate mit seiner aktuellen Miete und ähnlich wie ein Investor kalkuliert und eine Cashflow-Berechnung macht, schaut ein Eigenheimnutzer natürlich auch auf Bankrate versus Miete und die Rechnung hat sich halt deutlich verschlechtert in dieser Zeit. Ja. Ja, und jetzt nochmal in die Bankenseite da einmal rein vom Verständnis. Also die haben ja viele laufende Darlehen, die Banken. Dafür kriegen sie quasi das Geld zurück und dann holen sie sich das Geld ja quasi, also erstmal zahlen sie es aus und kriegen das Geld dann wieder zurück. Sie müssen ja quasi refinanzieren. Und jetzt weiß die Bank quasi schon, wenn ich ab jetzt einen neuen Kredit vergebe im April 2022 und da jemand 10 Jahre diese Zinsen zusagen muss, dann muss ich jetzt aber ganz schnell die Zinsen hochnehmen, die ich dazu sage, weil ich ab jetzt gerade weiß, die nächsten 10 Jahre rechne ich mit höheren Zinsen im Schnitt irgendwie, als ich das noch im Februar oder Januar 2022 getan habe. Ja. Und ist das also vom Gefühl her, die Banken kamen da ja relativ schnell alle, also die drehen ja irgendwie gleichzeitig dann an dieser Schraube, ne? Also das wurde dann allen klar. Reden die miteinander oder? Ja, das ist eigentlich ein Marktinstrument. Also die meisten Banken in Deutschland refinanzieren sich ja über Einlagen, über Kundeneinlagen, also Tagesgeld zum Beispiel. Jede Bank in Deutschland hat dann die Herausforderung, dass sie halt das Tagesgeld im Zins schwankt und über die nächsten 10 Jahre schwanken wird, die Baufinanzierungskonditionen aber jetzt für die nächsten 10 Jahre festgeschrieben wird. Und das ist für eine Bank, wenn sie da nicht agiert, natürlich ein enormes Zinsrisiko, wenn sie auf der einen Seite Einlagen hat mit einem variablen Zinssatz und dann Baufinanzierung zum festen Zinssatz rausgibt. Das heißt, jede Bank in Deutschland, und das ist auch teilweise gesetzlich vorgeschrieben, sichert sich dann über Finanzmarktinstrumente entsprechend ab und geht sogenannte Tauschgeschäfte ein, sodass sie kurzfristige Zinsen gegen langfristige Zinsen tauschen. Und da gibt es einen Marktpreis dafür, das ist der sogenannte Swap,
kann man auch googeln, Swap 10 Jahre, Swap 20 Jahre. Und da sieht man eigentlich immer die aktuellen Refinanzierungskonditionen, um so ein Tauschgeschäft einzugehen aus Bankensicht. Und die sind dann halt innerhalb von wenigen Wochen deutlich, deutlich gestiegen, weil einfach die Markterwartung oder was ein Tauschpartner verlangt für so ein Tauschgeschäft deutlich hochgegangen ist. Ja, das heißt, die Banken haben sich das nicht als Marge eingestrichen, sondern die Banken haben einfach für ihre Refinanzierung deutlich mehr gezahlt in sehr, sehr kurzer Zeit. Und das wird dann entsprechend über die Baufinanzierungskonditionen weitergegeben an die Kunden. Okay, und da war aber zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, dass das für Banken ein Problem wird mit der Refinanzierung von so vielen günstigen Krediten, die sie die letzten Jahre rausgegeben haben. Ja, weil sie das so am Kapitalmarkt absichern. Also de facto haben die Banken Kapitalmarktinstrumente, um sich einfach gegen dieses Risiko abzusichern, sodass dann die Marge aus Bankensicht stabil über die nächsten 10 Jahre bleibt. Ja, also da ist quasi kein Gambling drin, dass die sagen, ich verspreche jetzt mal niedrige Zinsen über 10 Jahre, das sichern die schon ab zum Zeitpunkt, wo sie den Kredit vergeben. Genau so ist es, und deshalb reagieren die Banken auch relativ parallel auf so eine Änderung am Kapitalmarkt und dann gehen die Zinsen auch parallel hoch. Ja. Okay, also und genau, für euch und die Banken wirklich harte Zeit dann, oder? Also es muss ja... Also es war sicher keine einfache Zeit. Also wir sind Wachstum gewohnt. Also die Interhyp ist als Startup gegründet worden vor 25 Jahren und wir hatten ja jedes Jahr Wachstum und haben zum einen Marktanteile gewonnen, aber halt natürlich auch diese positive Entwicklung der Immobilienmärkte gut mitgenommen. Und für uns war das schon eine neue Situation, wo man sich erstmal darauf einstellen musste. Ja, also ich glaube, wir haben da unsere Hausaufgaben gemacht, haben aber immer langfristig an diesen Markt geglaubt, ja, weil es war immer klar, dass das eine bestimmte Phase ist, aber das Thema Wohnraum in Deutschland weiterhin knapp bleibt. Wir haben auch immer gemerkt, unsere Kundinnen und Kunden, die wollen einfach kaufen, die wollen eigentlich eine Immobilie. Das Thema Eigenheim ist ein hoher emotionaler Wert. Wir haben in Deutschland immer noch eine sehr, sehr niedrige Eigenheimquote. Also das Interesse war weiterhin da, wenn man jetzt auch auf Besuch auf unserer Website schaut. Es gab halt nur keinen Markt, wo Käufer und Verkäufer so in der großen Stückzahl zusammengekommen sind. Deshalb haben wir das immer auch ein Stück weit temporär gesehen und langfristig an diesen Markt geglaubt. Ja, und ich glaube, das, was man jetzt sieht, auch in den letzten Wochen, zeigt, dass das auch richtig war, das eher langfristig zu sehen. Ja, also war ja bei uns ähnlich. Wir haben uns auch gefragt, ne? Also wir als Immocation helfen ja Menschen dabei, Immobilien als Kapitalanlage zu kaufen, und haben uns dann auch gefragt, jetzt ist natürlich diese Kalkulation plötzlich deutlich schlechter. Was passiert da? Aber da ist immer noch ein großes Interesse an Immobilien da, und dann irgendwann stellt man ja fest, dass tatsächlich auch die Preise sich verhandeln lassen. Und dann, und vielleicht können wir die Frage jetzt einmal schon mal ein bisschen vorziehen, dann ergibt sich irgendwie so ein Marktbild, dass runterverhandelte Preise, also wenn ich günstiger an eine Immobilie komme als 2021, dafür aber höhere Zinsen in Kauf nehmen muss, ist eigentlich der bessere Deal sogar, oder? Ja, absolut. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass der Markt davor auch überhaupt nicht einfach war. Also das vor 2021, kannst du dich wahrscheinlich auch daran erinnern, gab es die Besichtigungstermine mit 50 anderen Kunden, die aufs gleiche Objekt geboten haben. Und wir haben auch in unseren Zahlen gesehen, es gab ganz, ganz viele Kundinnen und Kunden, die halt das Objekt dann nicht bekommen haben oder wo danach eine Preisverhandlung in die andere Richtung ging und der Verkaufspreis war dann über dem Angebotspreis. Und heute haben wir eine Situation, wo sich das komplett gedreht hat und als Kunde hat man die Chance, Preise zu verhandeln und profitiert dann von, ja klar, man hat etwas höhere Zinsen, aber man profitiert definitiv eher von der Wertentwicklung in den nächsten Jahren, als es bei jemandem der Fall ist, der vor 2, 3 Jahren gekauft hat. Ja. Okay, dann lass uns jetzt gucken, was seit Mitte 22 passiert ist, bis jetzt wahrscheinlich am allerspannendsten, eigentlich seit Jahresanfang. Bin gerade auf eurer Seite, ja, das machen wir auch immer in unserem Podcast Spaziergang, gucken wir uns immer das Interzinschart an. Da sehe ich eigentlich den Peak im November 2023. Also Baufinanzierung, Sollzinsbindung 10 Jahre, 4,23% Zinsen. Dann sehe ich ein Low im Januar, 3,42, und jetzt ganz aktuell Mitte, Ende März 3,55%. Das ist wahrscheinlich jetzt schon wieder spürbar gewesen, oder? Dass da was runtergegangen ist. Ja, definitiv. Also da vielleicht nochmal zu der Antwort von vorher zurück. Also warum sind die Zinsen gesunken?
weil die Inflationsraten deutlich zurückgegangen sind in den letzten Monaten und jetzt eigentlich die Erwartung besteht, dass die EZB im Laufe dieses Jahres und auch im Laufe des nächsten Jahres die Zinsen senken wird. Die haben noch nicht gesenkt, das heißt, die Leitzinsen sind weiterhin auf dem Niveau von 4,5%, aber der Markt antizipiert eine Leitzinssenkung, die kommen wird. Und das hat dazu geführt, dass die Zinsen um 0,7 ungefähr zurückgegangen sind. Du hast gesagt, von 4,2 so im Peak auf 3,5%. Und das heißt schon, klingt jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel, 0,7%, aber das heißt schon, dass sich so ein durchschnittlicher Interkunde über die Zinsfestschreibung des Darlehens ungefähr 30.000 Euro an Zinszahlungen spart. Also das ist schon massiv und das hat auch einen Einfluss auf die Rate und auf die Leistbarkeit. Ich glaube, in der Zwischenzeit sind auch noch ein paar andere Dinge passiert. Der Mietmarkt ist deutlich schwieriger geworden, die Mieten sind gestiegen und die Verfügbarkeit von Mietangeboten ist einfach nicht da, sodass sich einfach diese Rechnung, kaufe ich jetzt oder miete ich oder jetzt als Kapitalanleger kaufe ich die Kapitalanleger, schon nochmal deutlich anders anfühlt als noch vor wenigen Monaten. Und deshalb glauben wir, dass da aktuell einfach ein sehr, sehr gutes Fenster da ist für Kundinnen und Kunden, erstmal den Schritt ins Eigenheim zu machen, aber auch für Kapitalanleger jetzt auf Akquise zu gehen, weil das Angebot ist da, weiterhin auf den Portalen. Die Preise sind runtergekommen und sind verhandelbar. Die Zinsen sind runtergekommen. Also da passiert gerade einiges und das spüren wir auch deutlich, deutlich an der Kundennachfrage. Es ist echt interessant, weil wir gucken da natürlich auf Kapitalanleger drauf. Ihr seht alles, ne? Natürlich ja. Auch viel Eigennutzer, aber genau diese Effekte. Preise runter, Mieten hoch, bedeutet Mietrenditen sind besser geworden im Ankauf. Gleichzeitig Zinsen zumindest ein Stück runter. Und jetzt seht ihr schon also wirklich wahrscheinlich eine Änderung im Geschäft, dass das deutlich anzieht. Und ich meine, ihr seid natürlich mit der Größe ein super Indikator für das, was am Markt passiert auch. Ja, wir hatten jetzt im Januar tatsächlich den antragsstärksten Monat aller Zeiten in der Interp-Geschichte. Also wir hatten noch nie so viele Kundenanfragen wie jetzt im Januar und das Bild jetzt im Februar und im März schaut jetzt nicht so viel anders aus. Also es war für uns schon sehr überraschend, wie schnell dieser Markt dann doch dreht, ja, weil im letzten Jahr war es, de facto ist der Markt nicht weiter runtergegangen, aber es gab jetzt auch keine großen Impulse nach oben und man hat schon gemerkt, dass so ein relativ kleiner Zinsimpuls jetzt doch deutliche Belebung in den Markt gegeben hat und heißt halt auch, dass das Fenster sich auch bald wieder schließen kann. Also wir sehen jetzt auch, dass die Preise wieder anziehen. Ja. Wir haben so einen Immobilienpreisindex, wo wir genau schauen, wie sich vergleichbare Objekte sozusagen über die letzten Jahre entwickelt haben. Da haben wir den Rückgang gesehen im Jahr 2022. 2023 hat sich das schon einigermaßen stabilisiert. Aber jetzt sehen wir in den meisten Regionen wieder einen Preisanstieg infolge der Nachfrage, die einfach hochgeht. Also so schnell hätte es aus meiner Sicht gar nicht gehen müssen. Ja, jahrelang haben wir ja gesagt, boah, wenn irgendwann mal vielleicht die Preise ein bisschen runtergehen, das wäre schon ein Traum. Dann hatten wir das Szenario jetzt und du warst mal alleine auf einer Besichtigung, schon gut. Ne? Und jetzt erzählst du mir, das hast du mir ja vorher auch schon verraten, All-Time-High im Januar bei der Inter über eine Anfrage. Da dachte ich, oh Gott, ja, jetzt ist man bald wieder nicht mehr allein auf der Besichtigung. Aber ja, klar, ja, so funktioniert der Markt. Und wahrscheinlich ist da im Moment, also es ist noch lange nicht so, wie es 2021 war, mit den Preisen und den Verhandlungen, sondern da geht noch echt gut was. Aber es ist eben die Frage, wie lange jetzt, wenn der Markt da wieder anzieht. Also im Moment haben wir eigentlich die schöne Situation, dass wir zwar eine höhere Nachfrage haben, aber auch noch immer ein sehr, sehr hohes Angebot vorhanden ist. Ja, und das ist anders als vor 2 Jahren. Da gab es irgendwie kaum jemand, der verkaufen wollte und die Immobilienportale waren leer und die Dauer, dass so ein Objekt auf dem Portal war extrem kurz. Heute sehen wir immer noch über 100.000 mehr Objekte als vor 2 Jahren auf den Portalen. Das wird schon langsam wieder weniger, aber immer noch ein sehr, sehr hohes Angebot, was auf eine jetzt höhere Nachfrage trifft. Das heißt aus meiner Sicht immer noch eine gute Chance, da einfach gute Objekte zu finden. Ja.
Wir haben vor 6 Wochen ungefähr, glaube ich, telefoniert. Da hast du mir was gesagt, was ich auch spannend fand, weil ich eben auch ja dieses Antizipieren vom Markt, was du jetzt schon zweimal erwähnt hast, ne, der Markt hat das schon antizipiert, bevor die Leitzinsen hochgegangen sind. Jetzt antizipiert der Baufinanzierungsmarkt schon wieder, dass die Leitzinsen runtergehen. Und da hast du mir gesagt, wahrscheinlich sind irgendwie 150 Basispunkte Senkung, also der Leitzins um 1,5% runter. Das nimmt jetzt die Bankenwelt schon an, dass das safe passiert? Genau, also aktuell sind die Zahlen ungefähr 100 Basispunkte, also 1% Leitzinssenkung bis Ende des Jahres, was in den Baufinanzierungskonditionen heute schon eingepreist ist. Also der Markt rechnet mit ungefähr 4 Zinssenkungen an 25 Basispunkten ab Mitte des Jahres und dann weiteren Zinssenkungen im nächsten Jahr, also im Jahr 2025. Aber wichtig ist eben, in den Baufinanzierungskonditionen ist es jetzt schon abgebildet. Also wer spekuliert, die Leitzinsen werden runtergehen, dann werden auch die Baufinanzierungszinsen automatisch sinken. Das ist nicht der Fall. Also es ist deutlich leichter, Prognosen zu machen, wie sich kurzfristige Zinsen entwickeln werden, wie Prognosen zu langfristigen Zinsen. Also es ist relativ wahrscheinlich, dass in 12 Monaten es weniger aufs Tagesgeld gibt. Es ist relativ wahrscheinlich, dass es in 12 Monaten die variablen Finanzierungen günstiger sein werden als heute. Mhm. Es ist unklar, ob eine 10-jährige Finanzierung in 12 Monaten günstiger sein wird als heute. Können wir mal durchspielen. Also wenn jetzt erwarten wir also von Frau Lagarde, dass es 4 mal 0,25% runtergeht bis Jahresende. Wenn sie also jetzt im Sommer sich hinstellt und sagt, gute Nachrichten, wir gehen gleich mal 1% runter, 100 Bars, würde sie niemals tun. Aber würde das passieren, dann würden wir wahrscheinlich noch sehen, dass die Bauzinsen nach unten reagieren. Würde sie aber im Sommer sagen, ja, das fühlt sich doch noch nicht so gut an, wir warten ein bisschen mit den Senkungen, dann würden wir tatsächlich auch wieder steigende Bauzinsen wahrscheinlich sehen. Genau so ist es. Also wenn jetzt eine EZB deutlich stärker oder schwächer reagiert als heute vom Markt angenommen, dann wird es eine Reaktion bei den Baufinanzierungszinsen geben. Wenn die EZB sich so verhält, wie der Markt es heute erwartet, dann wird es das Niveau ungefähr bleiben. Ist schon Wahnsinn immer, ne? Ich finde das so, wie wenn man an den Lippen von der Frau Lagarde hängt. Ich habe noch nicht mal den Satz gelesen, aber es gab jetzt wohl wieder irgendeinen Satz, wo sie angedeutet hat, was jetzt der Zeitpunkt ist irgendwie. Könnte man irgendwie bei irgendjemand, ich weiß gar nicht, ob bei ihr rauslesen, das ist schon Wahnsinn, ne? Aber das hat dann wirklich Impact darauf, wie viel Zinsen ich bezahle. Ja, das ist Wahnsinn. Also ich glaube, da wird wirklich an jedem Wort auch gefeilt in so einer Pressemitteilung von der EZB, was da genau die Märkte dann rauslesen können. Also das ist schon, da muss man, glaube ich, als Frau Lagarde auf jedes Wort sehr genau achten. Ja, ja. Ich habe auch die Befürchtung, sie würde einer Einladung in den Emocation Podcast nicht zustimmen. Also kannst du es immer versuchen, nicht alles. Ja. Genau. Genau, und jetzt hast du es gerade schon gesagt, also eben Tagesgeld reagiert ja sofort auf Leitzinsen, ist logisch. Variable, vielleicht kannst du das nochmal voneinander abgrenzen. Variable Finanzierung bedeutet ja eben, es wird quasi mein Zinssatz mit dem Markt immer angepasst. Ich schreibe mir die Zinsen gar nicht fest, was übrigens auch ein großes Problem war in den USA 2008. Ne? Ja. Und es ist schön, sich die Zinsen festzuschreiben. Auch das sagen wir immer wieder, wenn ich eine Kapitalanlage als Altersvorsorge kaufe, 10 Jahre fest ist super. Wir machen auch selber im eigenen Portfolio sehr viel 20 Jahre, weil dann ist quasi einfach Ruhe im Karton. So, wie haben sich die variablen Zinsen entwickelt im Vergleich quasi jetzt seit dem Zinsanstieg? Die sind nochmal deutlich stärker gestiegen als die langfristigen Zinsen. Also variabel, glaube ich, aktuell zahlt man wahrscheinlich über 5%, würde ich vermuten, 5 bis 6% in der Größenordnung. Und das liegt einfach daran, dass sich die variablen Zinsen am Leitzins der EZB direkt orientiert. Der Leitzins ist 4,5%, da kommt dann noch eine Marge drauf, sodass die variablen Zinsen in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Und das ist aber wahrscheinlich der Zinssatz, der jetzt am schnellsten wieder auch sinken wird, wenn die EZB einfach Leitzinssenkung durchführt. Wie viel Margen kommt da drauf? Das ist pro Bank sehr unterschiedlich und hängt auch von den Sicherheiten ab, aber ja, vielleicht 1% oder sowas. Okay, und genau, und jetzt ist eben das langfristige Festschreiben, 10 Jahre, das ist komplexer für die Bank.
Und genau. Also im Moment haben wir so eine, man nennt es inverse Zinskurve. Das heißt, kurze Laufzeiten als Kredit sind teurer als lange Laufzeiten. Das ist auch nicht unbedingt üblich, aber wenn man im Moment eine 5-jährige Baufinanzierung abschließt, dann ist der Zinssatz höher als bei einer 10-jährigen Baufinanzierung. Und das liegt einfach daran, dass der Markt annimmt, dass der Leitzins in den zweiten 5 Jahren dieser Laufzeit, also von 2,29 bis 2,34, im Schnitt günstiger sein wird als in den ersten 5 Jahren, also von 2,24 bis 2,29. Deshalb gibt es jetzt die Chance eigentlich für viele Kundinnen und Kunden auch langfristig, sich diese Zinsen zu sichern. Der Aufschlag, den man heute zahlt, auch für eine 20-jährige Finanzierung, du hast es gerade erwähnt, auf eine 10-jährige Finanzierung ist sehr, sehr gering, also im Bereich von so 10, 15 Basispunkten. Und als Kunde in Deutschland habe ich ja das Recht, nach 10 Jahren gesetzlich Sonder zu kündigen. Das heißt, eigentlich spricht da für viele Kundinnen und Kunden nichts, überhaupt nichts dagegen, sich gleich die Zinsen für 20 oder für 25 Jahre zu sichern, weil die Option rauszukommen habe ich nach 10 Jahren eh. Also es ist eigentlich wie eine Versicherung, die mich dann absichert, falls die Zinsen mal wieder deutlich steigen werden. Ja, und lässt dann tatsächlich sehr entspannt und ruhig schlafen, kann ich. Absolut. Kann ich auch wirklich empfehlen, ja. Okay, also das ist schon spannend. Man geht also, der Markt geht davon aus, in der zweiten Hälfte dieser 10 Jahre, wie du es gerade gesagt hast, ab 2029, dass die Leitzinsen wahrscheinlich wieder relativ weit unten sind. Genau, aber nicht, also der Markt geht auch nicht davon aus, dass es wieder so eine Phase gibt wie bis 2021, wo ich Nullzinsen hatte. Also wie vorher gesagt, das war eher eine Anomalie, wo jetzt, also es gibt im Moment keine Tendenzen oder keine Aussichten, dass der Markt irgendwann mal wieder auf 10% Zinsen geht, wie wir es in den 70ern hatten. Es gibt aber genauso wenig Tendenzen, dass der Markt wieder hin zu Nullzinsen geht oder zu sehr geringen Zinsen, sondern in dem Korridor, den wir heute sehen, wird sich das auch so die Markterwartung in den nächsten 10 Jahren abspielen. Allerdings eben für die zweiten 5 Jahre mit etwas geringeren Leitzinsen wie für die ersten 5 Jahre, wenn man jetzt auf die 10-jährige Laufzeit schaut. Das heißt, der Markt geht auch nicht von irgendeiner größeren Krise aus in den zweiten 5 Jahren, kann richtig. Aber, das ist immer, das kann ja fairerweise der Markt auch nicht wissen. Also da schauen wir schon sehr stark in die Zukunft. Also Ukraine-Krieg hat auch keiner vorhergesehen und natürlich gibt es da ganz viele Eventualitäten, die bis dahin noch passieren können. Ja, genau. Und da ist es dann eben auch schön, wenn man zum Beispiel 20 Jahre festgeschrieben hat. Absolut. Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter Richtung so ein bisschen Marktüberblick. Wir haben es ja eigentlich schon auch grob gehabt. Du kannst, weiß ich, welche Zahlen du vielleicht hast zum Teil, einfach Preise, Angebote auf den Portalen. Was habt ihr erlebt jetzt in den letzten Jahren und was seht ihr da gerade als Veränderung? Ja gut, Angebot haben wir schon kurz drüber gesprochen. Also wir hatten jahrelang wirklich ein sehr, sehr geringes Angebot auf den Immobilienportalen bis ins Jahr 2021. Wir haben es gesagt, absoluter Verkäufermarkt. Es gab sehr viele Käufer und sehr wenig Angebote. Das hat sich dann, als die Zinsen gestiegen sind, doch deutlich gedreht und die Anzahl der Angebote hat rapide zugenommen auf den Portalen. Also ich würde mal sagen, verdoppelt bis verdreifacht. Was wir jetzt aber schon auch sehen, das spricht auch für das, was ich vorher gesagt habe, dass sich der Markt langsam wieder dreht, dass die Anzahl der Angebote wieder leicht abnimmt und die Vermarktungsdauern, also die durchschnittliche Haltedauer, dass so ein Objekt auf dem Portal ist, wieder sinkt. Also es passt auch zu der Preisentwicklung, die wir sehen. Preise sind gesunken im Jahr 2022, haben sich stabilisiert im Jahr 2023 und gehen jetzt langsam wieder hoch. Also eine höhere Nachfrage trifft auf ein etwas geringeres Angebot auf den Portalen, aber immer noch im historischen Vergleich jetzt ein schönes Objektangebot, wo es eine gute Auswahl gibt und wo man auch bei der Besichtigung noch Einzeltermine bekommt und keine Massentermine. Und was man auch sieht, also wir vergleichen ja auch immer Angebotspreise mit Verkaufspreisen. Das ist vielleicht auch ganz spannend. In dieser Phase vor der Zinserhöhung haben wir gesehen, dass der durchschnittliche Verkaufspreis deutlich über dem durchschnittlichen Angebotspreis ist. Das passt zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass eigentlich der Preis sich danach eher nach oben entwickelt hat. In den letzten 18 Monaten war der durchschnittliche Verkaufspreis deutlich unter dem Angebotspreis, also 3-4%, aber natürlich mit einem großen Spielraum. Also es gab auch Objekte, die halt zu 20-30% unter Angebotspreis verkauft wurden. Und jetzt merken wir schon, dass sich Angebotspreise und Verkaufspreise wieder annähern.
Ja, also da gibt es jetzt kein großes Delta mehr, was wir vor 12 Monaten noch gesehen haben. Interessant, ne? Also der Verhandlungsspielraum wird dann auch wieder kleiner. Ist zumindest im Schnitt. Muss ich ja nicht unbedingt auf das einzelne Objekt beziehen, aber im Schnitt sehen wir, dass sich das wieder annähert. Ja, ja. Also auch wirklich wichtig, dass man bei Immobilien nicht versucht oder quasi durch, weil man ein bisschen faul ist, den Markt zu kaufen, ja, sondern dann wirklich lieber 10 Angebote abgeben und den einen Verkäufer finden, wo ich dann eben noch im Preis runterkomme. Das gibt es logischerweise immer noch. Ja. Und was man auch sieht, wir beobachten auch die Anzahl der Preissenkungen auf den Portalen, auch die nehmen deutlich ab. Ja, also wie oft man diese Mails bekommt im Sinne von Preis für die Immobilie hat sich reduziert, das ist deutlich weniger geworden in den letzten Monaten. Also man merkt wieder, dass Angebot und Verkaufs-, also Nachfrage und Angebot einfach mehr wieder zueinander finden und auch die Preise wieder einigermaßen funktionieren, die auf den Portalen eingestellt werden. Ja. Kannst du Änderungen sehen in den in verschiedenen Kategorien, die ich mal machen möchte? Zum Beispiel Eigennutz versus Kapitalanlage. Also hat sich da was verschoben in der Verteilung irgendwie durch die Marktphasenänderung? Ja. Genau, vielleicht erstmal ein bisschen langfristig. Also in Summe merken wir schon, dass das Thema Kapitalanlage immer wichtiger wird im deutschen Markt. Also wir hatten vor 10 Jahren ungefähr einen Anteil der Kapitalanleger von 15% in unserem Portfolio an Kaufkunden. Und vor 2 Jahren ist der angestiegen auf 27%. Ja, also der hat sich fast verdoppelt, der Kapitalanlegeranteil. Jetzt in der Krise ist er wieder gesunken. Also in den letzten 2 Jahren ist er zurückgegangen von 27 auf 22%. Jetzt in den letzten Monaten aber wieder ansteigend, ja, also auf 24%. Also in Summe würde ich sagen, ein langfristiger Trend nach oben, dass Kapitalanlage immer wichtiger wird im deutschen Finanzierungsmarkt. Aber man sieht auch, dass die Kapitalanleger auf die Krisensituation vielleicht ein bisschen stärker reagiert haben als die Eigennutzer und dann es doch deutlicher eingebrochen ist, ja, weil die Kalkulationen halt in Summe oftmals nicht aufgegangen sind. Weil die auch einfach rechnen, ne? Genau, absolut. Also die Eigennutzung ist sicherlich neben der, auch da muss man rechnen, aber es ist daneben eben noch ein deutlich emotionaleres Geschäft, wo es einfach darum geht, in welcher Wohnsituation will ich groß werden, will ich auch, dass meine Kinder groß werden. Das ist sicherlich neben der rationalen Entscheidung sicherlich auch eine stark emotionale Entscheidung. Ja, ja. Also persönliches Ziel von mir, dass dieser Anteil noch deutlich zunimmt, die ihr Kapitalanleger habt, ja, weil kommen wir gleich noch zu, das haben wir uns gemeinsam auch vorgenommen. Wir sehen auch, dass die Kapitalanleger immer jünger werden, also vielleicht ist das schon der Immocation-Effekt, aber das Durchschnittsalter von Kapitalanlegern ist irgendwie um 4 Jahre zurückgegangen in den letzten 10 Jahren, also witzig. Vielleicht habt ihr da einen Beitrag dazu. Ja. Ja, es wäre schön. Also wir haben 2016 angefangen mit dem Immocation, wir haben uns immer gefragt, wie groß der Markt, wie groß das Business, und irgendwann denkst du, wow, Wahnsinn, wie viele Jahre Immocation jetzt wachsen darf, größer werden darf. Wenn du dir dann aber mal ausrechnest, wie viele Leute sind eigentlich in einem Alter, wo sie sinnvollerweise sich mit Vermögensaufbau beschäftigen, wo sie vielleicht auch erstes gutes Geld auf die Seite bekommen, sowas machen können, da erreichen wir leider immer noch einen Bruchteil der vielen Millionen Leute, die da in Deutschland rumlaufen, die wir natürlich gerne dazu bringen wollen, dass sie sowas eben tun. Und ja, wie gesagt, wir machen uns auch gemeinsam auf diesen Weg weiterhin, werden wir sagen. Ja, absolut. Also ich finde ja schön, dass wir eigentlich eine gemeinsame Mission haben. Wie schaffen wir diesen Weg ins Eigenheim, aber auch den Weg zur Kapitalanlage möglichst einfach zu machen und Lust zu machen auf dieses echt einfach wichtige Thema. Weil ich glaube, das ist einfach wichtig, sich mit seiner Altersvorsorge zu beschäftigen und da eine Sicherheit zu haben. Und das Thema Immobilie, egal ob als Eigennutzer oder als Kapitalanleger, spielt da einfach eine wichtige Rolle. Und da haben wir, glaube ich, einen gemeinsamen Auftrag, den wir erfüllen. Und da passt, glaube ich, unsere Mission auch sehr gut zu eurer. Ja, ja, voll, genau. Deswegen sagen wir gleich, wie wir das auch machen wollen. Aber jetzt noch Frage, Bestand versus Neubau. Hat sich da was verschoben durch die Marktphasenänderung? Ja, also Neubau ist tot. Auch man sieht ja auch die Baugenehmigungen, die Bundesregierung bei 400.000, glaube ich, Wohnungen haben wollte. Und ich glaube, 200.000 Wohnungen haben wir geschafft im letzten Jahr. Das merken wir auch in unseren Zahlen, dass Neubau de facto sehr, sehr gering ist vom Anteil. Und jetzt auch, wir haben ja vorher über den Anzug des Geschäftes in den letzten Monaten gesprochen, also Januar, Februar, März. Da merken wir auch sehr stark, dass es noch vom Bestand getrieben ist und noch nicht vom Neubau. Also da merken wir auch noch keine Erholung jetzt in dem Segment. Also wir merken,
weiterhin eigentlich rege Transaktionen bei Bestandsimmobilien. Wir merken aber auch, dass unsere Kundinnen und Kunden sich anpassen müssen, auch in der Phase sich angepasst haben. Also wenn wir auf die Transaktionen schauen, dann sehen wir mehr kleinere Wohnungen. Also die Quadratmeterzahl im Schnitt ist leicht zurückgegangen. Wir sehen auch eine Tendenz eher zu B-Lagen, weil A-Lagen halt relativ zu der Haushaltsrechnung dann und zu den Zinsen einfach zu teuer waren. Also wir haben mehr Transaktionen jetzt in den letzten Jahren gehabt in B-Lagen als in A-Lagen. Und wir sehen auch, dass eher ältere Objekte gekauft werden, weil man da einfach von den Preisabschlägen mehr Verhandlungsspielraum hatte und Kundinnen und Kunden einfach die etwas niedrige Energieeffizienz dann auch in Kauf nehmen mussten, um da an günstige Objekte zu kommen. Also das sind eigentlich Trends, die wir in den letzten 2 Jahren doch deutlich gesehen haben, wo wir einfach merken, unsere Kundinnen und Kunden müssen sich auch einschränken, um ihren Wohntraum auch erfüllen zu können. Ja, okay. Ich würde jetzt leider gerne auf das Thema irgendwie ein bisschen so Praxisbezug kommen, wie sich Anforderungen verändert haben, vielleicht auch in der Bonität, wie man eben gut auf Banken zugeht und so, weil da kann man, glaube ich, auch einiges mitnehmen von euch. Jetzt aber, um das erstmal zu erklären nochmal, was macht denn ein Finanzierungsvermittler grundsätzlich und dann eben auch, was macht ihr als Interhypen speziell? Genau, ein Finanzierungsvermittler versucht für unsere Kundinnen und Kunden die beste Finanzierungslösung zu finden am deutschen Markt. Also wir arbeiten mit über 400 Banken in Deutschland zusammen, mit Regionalbanken, aber auch mit den Großbanken, um für jeden Kunden und Kunden die bestmögliche Bank zu finden, aber auch die bestmögliche Finanzierungskonstellation. Also wir haben schon viel über Zinsbindung gesprochen, wir haben über Tilgungssätze, haben wir noch nicht gesprochen, aber es geht zum einen um das beste Finanzierungskonzept, was für die individuelle Lage des Kunden und Kunden passt. Es kann ein Eigennutzer sein, kann ein Kapitalanleger sein, aber dann eben auch für dieses Konzept die richtige Bank zu finden. Also im Endeffekt haben wir eine große Maschine, würde ich mal sagen, mit allen Rahmenkriterien der Banken, die bei uns hinterlegt sind. Wir haben die Zinssätze der Banken bei uns hinterlegt. Wir haben hinterlegt, mit welchen Objektwerten sie arbeiten, sodass, wenn du zu uns kommst als Kunde, wir deine Daten abgleichen mit den Rahmenkriterien und den Zinssätzen der Banken, um die bestmögliche Auswahl zu treffen, welche Bank für dich die richtige ist. Dafür bekommen wir eine Provision. Also für den Kunden ist die Dienstleistung kostenlos. Wir verdienen bei Abschluss. Uns ist eigentlich egal, an welche Bank wir vermitteln und versuchen eigentlich, dich auf dem Weg ins Eigenheim oder dich auf dem Weg in die Kapitalanlage zu begleiten und dann eine wichtige Hürde einfach aus dem Weg zu nehmen. Okay, also die Bank bezahlt den Finanzierungsvermittler. Genau. Im Idealfall hat er dann aber die besten Konditionen quasi. Genau, der Kunde kann vergleichen. Also die Provision ist sozusagen im Zinssatz abgebildet und deshalb ist es sehr transparent, welchen Zinssatz der Kunde zahlt und kann es vergleichen mit anderen Angeboten, die er hat. Und dann im Idealfall kommt da eine bessere Kondition raus, als wenn er direkt zur Bank geht. Ich wollte sagen, würde er dann nicht besser direkt zur Bank gehen und dann kriegt er noch ein bisschen bessere Konditionen? Ja gut, wir nehmen den Banken ja auch sehr viel Arbeit ab. Also unser Anspruch ist halt, den Banken schrankfertiges Geschäft zu geben, sodass wir Prozesskosten für die Banken einsparen. Das geben die Banken dann teilweise an uns weiter mit besseren Einstandskonditionen, mit sehr attraktiven Konditionen. Wir sind natürlich auch groß. Ja, ich habe es vorher erwähnt, in den besten Jahren haben wir mal 37 Milliarden Finanzierungsvolumen gemacht und haben dann auch eine entsprechende Marktdurchdringung. Und diese guten Einkaufskonditionen, die wir bei den Banken haben, die geben wir dann auch an unsere Kunden und Kunden entsprechend weiter. Ja, ja. Wie lange gibt es das Geschäft schon, Finanzierungsvermittler? Genau, also wir feiern im nächsten Jahr unser 25-jähriges Jubiläum. Also wir sind 2000 gegründet worden, auch damals eigentlich eher mit dem Anspruch, wir machen die Online-Baufinanzierung und machen das eigentlich rein technologiebasiert. Wir haben aber sehr schnell gemerkt, das ist einfach auch ein People-Business, ein Menschen-Business. Das ist eine große finanzielle Entscheidung für unsere Kundinnen und Kunden, auch für Kapitalanleger. Und wir brauchen da eine umfangreiche, umfassende Beratung. Also mittlerweile haben wir ein Standortnetzwerk von über 100 Standorten in Deutschland, eigentlich in jeder Stadt in Deutschland, um persönlich, aber auch per Video unsere Kundinnen und Kunden zu beraten und dann ins eigene Zuhause zu begleiten oder zur Kapitalanlage zu begleiten. Okay, und Finanzierungsvermittlung gab es ja wahrscheinlich vorher schon? Ja, aber eher offline, also eher sozusagen ohne Technologie im Hintergrund. Ja, also was ich vorher beschrieben habe mit diesem Abgleich der Rahmenkriterien der Banken,
zu den Anforderungen des Kreditnehmers. Das ist neu. Da haben wir auch den Markt ein Stück weit auch mit erfunden. Davor gab es sicherlich Kreditvermittler oder Finanzierungsvermittler, die halt händisch oder manuell mit einzelnen Banken zusammengearbeitet werden, aber ohne so einen umfassenden Vergleich über eine Technologie. Ja, also es gibt auch viele kleine Finanzierungsvermittler, kennt man, ne? So Freiberufler nebenher quasi so ein bisschen, ja. die das nebenher machen, und gibt eben ja wenig große, einen sehr großen, das seid ihr. Also spannend, ne? Wie da irgendwie ein Business entstanden ist. Früher musste man halt selber einfach zur Bank gehen. So, und ich möchte jetzt auch nochmal die Kurve fliegen zu dem, was wie wir dann jetzt zueinander gefunden haben. Das war ganz toll. Also erstmal meine Historie ist mit der Intuip tatsächlich meine erste Wohnung mit der Intuip finanziert. Was witzig war, weil ich habe damals schon auch mich mit beschäftigt und ein bisschen gelesen und so. Und dann war ja klar, also Stefan und ich wollen Immobilieninvestoren werden und vielleicht auch die ein oder andere Wohnung mehr kaufen. Und es war schon auch wichtig, irgendwann dann eigene Bankkontakte zu haben. Aber die Hürde war für uns, und wir waren jetzt schon eher zahlenaffin und dem Thema eigentlich nicht so abgeneigt, aber für uns war es auch eine Hürde, da bei Banken vorstellig zu werden und so. Und ich weiß noch, wie das dann eben tatsächlich simpel war und ich sehr, sehr schnell mit der Intuip eine Finanzierung bekommen habe. Habe ich auch schon mal erzählt, ne? War recht lustig, weil die Beraterin damals zu mir sagte: Mensch, Herr Lücke, da haben Sie ja gutes Gehalt, da haben Sie echt die letzten Jahre richtig viel Geld verdient, aber wo ist das ganze Geld hin? Ja? Sie haben es ja nicht auf dem Konto, das war ziemlich ein Schlag ins Gesicht, aber das hat mir eben nicht die Bank gesagt, ne? Das fand ich damals schon ziemlich charmant und haben uns dann viel in den nächsten Jahren auch damit beschäftigt, als Immocation Community größer geworden ist und machen ja auch im Rahmen unseres Ausbildungsprogramms und so viele Coachings, wo wir den Leuten sagen, also du musst aufpassen, du darfst dich nicht befreien davon, sagen, ich habe jetzt vielleicht einen Finanzierungsvermittler und der kümmert sich jetzt um alles, vor allem wenn es komplexer wird, mehrere Immobilien, Mehrfamilienhäuser, komplexere Finanzierungsstrukturen, bleib im Driver Seat und beschäftige dich damit. Und so, dann haben wir uns kennengelernt, weil tatsächlich auf dem Abschlussworkshop der Masterclass, große Freude, große Ehre für uns, ja, sitzt da der Vorstand der Intuip, wir haben uns dann unterhalten und haben gesagt, also irgendwie, ihr wollt dieses Geschäft mit Kapitalanlegern ausbauen. Wir haben viele Menschen, wir erreichen viele Menschen, die gerade auf dem Weg sind und sagen, ich möchte selber eine Immobilie als Kapitalanlage kaufen. Nicht irgendeine Katalogimmobilie, sondern ich bin selber dran, das Thema zu verstehen und möchte mir da irgendwie was aufbauen als Altersvorsorge. Und ihr habt logischerweise unfassbar viele Kontakte und Netzwerk in die ganze Finanzierungswelt. Das müssen wir doch irgendwie zusammenbringen. Da kann eigentlich nur ein Mehrwert rauskommen. So, ne? Und genau, dann haben wir auch tatsächlich von euch, wie viel sind es? 20 Leute, glaube ich, die wir jetzt ausgesucht haben. Ja. Mittlerweile 30, glaube ich. Mittlerweile 30 schon. Also bei euch gibt es 30 Berater, die wurden von und mit uns ausgebildet. Warum müssen wir jetzt eure Berater ausbilden? Ja, ihr kennt ja das Geschäft. Aber tatsächlich so diese Sprache der Kapitalanleger, die ist ja ein bisschen eine andere, rollierendes Eigenkapital, keine Ahnung, und der Kapitalanleger kommt ganz anders auf euch zu wie ein Eigennutzer so. Und da ging es uns eben drum, und das haben wir da miteinander vereinbart, ihr wollt diesen Typ Kapitalanleger wirklich auch im Detail verstehen und ihm bestmögliche Konstrukte anbieten können. Ja, absolut. Ich habe es ja vorher erwähnt, also das Thema Kapitalanleger wird als Kundensegment immer wichtiger für uns, und wir haben schon gemerkt, in der Beratung fühlt sich das einfach anders an, ob ich jetzt mit dem Kapitalanleger spreche oder mit dem Eigennutzer. Die Fragen sind andere, die Emotionalität ist eine andere. Es gibt ein paar Aspekte, steuerliche Aspekte, Cashflow-Aspekte, die jetzt für den Kapitalanleger einfach eine andere Rolle spielen wie für den Eigennutzer. Und deshalb war es für uns, bevor wir schon gesprochen haben, eigentlich die richtige Entscheidung, die wir getroffen haben. Wir brauchen ein Team, was sich einfach auf dieses Segment spezialisiert, der Kapitalanleger. Die Banken sind auch andere, und da glauben wir, ist ein Mehrwert in der Beratung, wenn ich ein Team habe, was zu 100% die Sprache der Kapitalanleger spricht und auch idealerweise selber in Immobilien investiert und weiß, worauf es ankommt. Ja, und dann haben wir uns getroffen. Also ich habe selber die Masterclass gemacht, fand das ein tolles Programm und fand super, dass wir uns da ins Gespräch gekommen sind. Ich glaube, im Herbst haben wir dann losgelegt mit der Kooperation, haben auch gleich gemerkt, wir haben da was gemeinsam gefunden, wo es einfach eine hohe Nachfrage gibt. Ich glaube, ihr habt ein Mailing gemacht in eure Community, wo es gleich eine riesen Resonanz gab. Also die Nachfrage war da, und ja, ich glaube, mittlerweile
haben wir so die ersten wirklich sehr, sehr erfolgreichen Abschlüsse erzielt und sind da auf einem guten Weg, wirklich dieses Segment sehr gut zu bedienen und da was Gemeinsames aufzubauen. Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Ja, ja, wir uns auch, ist auch wirklich langfristig angelegt und ich möchte euch, liebe Immocation Community, auch wirklich sagen, gebt uns Feedback. Ja? Also das Interhyp nimmt das sehr, sehr ernst. Nicht zuletzt bist du selbst involviert. Wir haben dann einen Ansprechpartner, der Bolle, das, glaube ich, kann man sagen, ist der Abteilungsleiter von allen Kapitalanleger, Berater quasi, ne? Mit dem wir einen sehr direkten Draht haben und wir wollen für euch wirklich bestmögliche Lösungen finden, dass ihr eben dieses große Netzwerk der Interhyp nutzen könnt und wir haben auch eben das, also wir haben das auf dem Schirm, ne? Es ist euch auch wichtig, dass der Kapitalanleger dann kommt, dass er irgendwann auch eigene Bankkontakte aufbauen kann und so, dass also wirklich begleitet werden kann über eine Immobilie hinaus mit euch und ihr euch darauf spezialisieren könnt. Das gibt es auch. Es gibt andere kleine Finanzierungsvermittler, die sich auch bei so ein bisschen auf Kapitalanleger spezialisiert haben. Und das jetzt mit eurer Power und dem ganzen Team dahinter, da glauben wir eben fest dran. Und genau, ihr könnt es gerne ausprobieren. Die Partnerschaft läuft unter immocation.de/Finanzierung. Da könnt ihr ganz konkret anfragen. Also wenn ihr auch schon wirklich eine Immobilie finanzieren wollt, dann kommt ihr mit einem Button dort und einem Formular, das ihr ausfüllt, kommt ihr zu so einem Berater bei der Interhyp, der eben von uns mit ausgebildet wurde. Und da versuchen wir dann echt auch ja, schnell zu reagieren und euch wirklich den Vorteil im Markt zu verschaffen, dass ihr dann eine richtig gute Finanzierung im Ankauf bekommt. Und genau, wer die Finanzierung ready hat, gerade jetzt, kann eben auch noch sehr viel besser verhandeln. Es lohnt sich also, das frühzeitig anzugehen, würde ich sagen. Genau, das zu unserer Partnerschaft. Jetzt, was passiert jetzt, wenn ich eine Finanzierung anfrage? Was hat sich geändert? Ne? Also haben sich Anforderungen an Bonität geändert durch das, was 2022 passiert ist? Ich bin tatsächlich unsicher, ob das so ist. Die Banken haben schon reagiert auf diese Situation in verschiedenen Richtungen. Ich würde mal sagen, die positive Richtung ist, dass der Anspruch an Tilgungssätze deutlich runtergegangen ist. Ich glaube, vor der Zinswende war es eher üblich, 2% Tilgung oder mehr einzupreisen, damit auch der Kredit sich entsprechend abzahlt. Dieser Anspruch, der wurde jetzt deutlich reduziert infolge der gestiegenen Zinsen, sodass die meisten Banken jetzt auch mit 1% Tilgung gut arbeiten können. Und das hilft natürlich sehr stark für die Cashflow und für die Haushaltsrechnung. Also das ist eine Anpassung, die eher positiv ist für den Eigenheimnutzer und für den Kapitalanleger. Gleichzeitig muss man schon auch sagen, dass viele Banken auch ihre Bonitätsanforderungen und Eigenkapitalanforderungen etwas verschärft haben. Ja, das läuft dann größtenteils über Mindestüberschüsse in der Haushaltsrechnung oder pauschale Ansätze von Lebenshaltungskosten oder Bewirtschaftungskosten, die alle ein bisschen hochgegangen sind, teilweise auch zu Recht hochgegangen sind, wegen jetzt höheren Nebenkosten oder Inflationsraten. Aber das führt dazu, dass die Anforderungen an die Bonität bei vielen Banken doch deutlich gestiegen sind. Auch der Anspruch, etwas mehr Eigenkapital einzubringen. Aber es ist jetzt auch nicht flächendeckend auf jede Bank. Ja? Und gerade da ist es dann wichtig, einfach ein breites Portfolio an Banken zu haben, wie wir es zur Verfügung haben, um halt immer noch für viele Kundinnen und Kunden eine gute Lösung zu finden und eine Machbarkeit sicherzustellen. Da hilft es einfach, ein breites Portfolio von Banken auch im Angebot zu haben, um dann auf die individuelle Situation auch eingehen zu können. Ich meine, du hattest mir mal erzählt, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber ich war überrascht, wie wenig sich verändert hat im EK-Anteil. Also es hat sich zu Ungunsten verändert, man muss ein bisschen mehr EK mitbringen, aber es war irgendein einstelliger Prozentbereich. Ja, also vom durchschnittlichen Beleihungsauslauf ist er vielleicht um 2 Punkte hochgegangen, also von 81% auf 83%. Also es ist jetzt nicht massiv. Was sich schon verändert hat, ist halt einfach, macht eine Bank eine 100% plus Finanzierung oder welche Sicherheiten verfordert sie? Da gibt es schon viele Banken, die da jetzt bei den 100% Finanzierung vielleicht etwas schärfer sich aufstellen als noch vor einigen Jahren. Also solange ich jetzt als Kapitalanleger meine ersten paar Wohnungen kaufe, da ist ja meine eigene Bonität noch sehr entscheidend. Das heißt, ob ich eine 100% Finanzierung kriege, hängt zum Beispiel davon ab, wie gut meine Haushaltsrechnung aussieht. Absolut. Aber halt auch sozusagen vom Objektwert, wie die Bank ihn einwertet, hatten wir vorher drüber gesprochen, ob der dem Verkaufspreis entspricht und auch natürlich vom Risikoprofil von der Bank, was sie entsprechend eingehen will. Aber Bonität ist sicherlich da ein ganz wichtiger Faktor. Also wer quasi im Verhältnis zu seinem Gehalt seine Lebenshaltungskosten im Griff hat, dann eine Immobilie unter Marktwert findet,
Ja. Der kriegt wahrscheinlich eine 100% Finanzierung. Genau. Das, genau. Also das hängt sehr stark am Objektwert und an der eigenen Bonität. Klar, man kann auch über Zusatzsicherheiten arbeiten. Das ist natürlich in der Bank sehr, sehr lieb, wenn es dann auch irgendwie die 100% Finanzierung dann vielleicht noch entsprechend gegengerechnet ist mit einer freien Grundschuld auf einem anderen Objekt oder mit einer Lebensversicherung, die ich abtrete. Das sind halt alles so Tipps und Tricks, die man noch nutzen kann, um die zum einen die Finanzierung machbar zu machen, aber auch die Kondition zu verbessern, ganz klar, weil je besser der Beleihungsauslauf, desto günstiger sind auch die Konditionen, die die Banken vergeben. Ja, ja. Also ja, Kapitalanleger wird immer versuchen, Eigenkapital schon vorzugehen. Genau. Das crasht aber erstmal mit dem Wunsch der Bank wahrscheinlich. Das crasht erstmal mit dem Wunsch der Bank und man kann sich eben dann eher über Zusatzsicherheiten möglicherweise behelfen, ja, dass man eben kein Eigenkapital einsetzt, sondern eher vielleicht irgendwo noch eine freie Grundschuld hat auf einem anderen Objekt oder vielleicht hat man auch ein Eigenheim, was schon abgezahlt ist oder zum Teil abgezahlt ist. Das zählt dann eine Bank auch als Eigenkapital, ist konditionsverbessernd, senkt das Risiko und hilft es, dass man halt ohne Cashflow, ohne Liquidität zu opfern, eine Finanzierung bekommt. Ja, ja. Und dann, klar, Eigenkapital irgendwann wieder rausziehen, ist auch eine Möglichkeit, ne? Also, dass ich eben, wenn ich Werte entwickelt habe, dann nochmal zur Bank gehe und möglicherweise noch wieder Eigenkapital rausziehen kann. Auch das ist eine Möglichkeit. Man hat ja dann teilweise auch schon getilgt nach mehreren Jahren. Also die Grundschuld ist da. Man kann die vielleicht dann auch wieder nutzen für ein anderes Objekt oder für eine Sanierung zum Beispiel. Und auch das ist durchaus eine Möglichkeit. Ja, ja. Ja. Wie ist das Thema energetisch sanieren beziehungsweise eben der Energiezustand der Objekte? Das hat massiv an Präsenz gewonnen bei den Banken, oder? Dass das mit bewertet wird und ein Thema ist. Ja, absolut. Also viele Banken haben halt eine Zielsetzung, dass sie ihre Portfolien grün bekommen und müssen es auch tun aus gesetzlichen Anforderungen in den nächsten Jahrzehnten, also bis 2045. Es klingt jetzt doch, dass das ein langer Zeitraum ist, aber wenn die meisten Finanzierungen laufen halt über 10, 15, 20, 25 Jahre in den Büchern von den Banken. Das heißt, wenn sie ihr Portfolio grün bekommen müssen zu diesem Zeitpunkt in der Zukunft, dann müssen sie sehr schnell damit anfangen. Das heißt, wir sehen schon, dass viele Banken Abschläge geben also Konditionsabschläge für besonders energieeffiziente Immobilien, also A, B, weil sie die halt sehr gerne in ihren Portfolien haben. Gleichzeitig gibt es auch Aufschläge auf eher schlechtere Immobilien, jetzt so im F-Bereich oder noch schlechter. Also das Thema hat schon an Bedeutung deutlich zugenommen. Und wichtig ist da halt, wie immer eigentlich, gut vorbereitet auf eine Bank zuzugehen mit einem Konzept. Idealerweise schon mit einem Sanierungskonzept, wenn man eine schlechte Immobilie kauft, die Sanierung dann auch gleich mitzunehmen in die Erstfinanzierung und mitfinanzieren zu lassen, weil sie auch wertsteigert ist aus Bankensicht. Und je besser man da vorbereitet ist bei einer Finanzierungsanfrage, desto leichter bekommt man dann auch seine Wunschfinanzierungskonstellation. Ja. Also wichtiger Zusatz, den du gemacht hast, die ist ja auch wertsteigernd, die energetische Sanierung. Das ist dann etwas, was ich eben gut mitfinanzieren kann. Wenn ich jetzt einfach nochmal, keine Ahnung, mehr, Geld zusätzlich rausnehmen will, weil ich die Kaufnebenkosten sparen will zum Beispiel, das ist eher schwierig, ne? Absolut. Also auch eine Küche zu finanzieren ist eher schwierig, aber wenn das eine wertsteigende Maßnahme ist am Objekt, also alles, was energetisch ist, aber auch neues Badezimmer, neue Fenster, da hat eigentlich fast keine Bank ein Problem, das mitzufinanzieren oder macht es sogar gerne, weil es hilft auf diesem Weg der grünen Transformation und die Portfolien grüner zu bekommen. Ja. Was man so einfach so allgemein, ich meine, du machst das seit so vielen Jahren. Welcher Typus Kunde, wie geht der vor, ist erfolgreicher in der Zusammenarbeit mit euch / quasi Banken und wer nicht? Also hast du einfach allgemeine Tipps, wie man, wenn man eine Bank eine Finanzierung anfragt, wie man wahrscheinlich besser oder wie man erfolgreicher ist dabei? Ich glaube, der beste Tipp ist einfach, sich gut vorzubereiten und auch frühzeitig sich mit dem Thema Finanzierung zu beschäftigen. Also wir bieten auch Vorausberatung an. Was kann ich mir leisten? Was kann ich heute schon tun, um vielleicht eine Finanzierung in einem Jahr leichter zu machen? Wie kriege ich da meine Finanzen, meine Situation entsprechend aufgeräumt? Also ich glaube, ein Kunde, der erfolgreich ist, ist jemand, der sich mit dem Thema
schon frühzeitig beschäftigt und das Thema Finanzierung eigentlich parallel mit dem Thema Objektsuche angeht und das nicht sequenziell macht. Also erst das Objekt und dann danach sich um die Finanzierung zu kümmert. Ich glaube, das ist sicherlich ein Erfolgskriterium. Und das Zweite ist, ich glaube, da redet ihr aber auch schon viel drüber mit eurer Community, ist gut vorbereitet auf eine Bank mit einem sauberen Konzept zuzugehen, mit geordneten Unterlagen, mit einer vollständigen Akte, mit einem klaren Plan, was will ich mit der Immobilie machen, wie hilft mir das in meiner Strategie. Also das merken wir schon sehr stark, dass das sind alles Menschen, die Kredite entscheiden bei den Banken. Und je mehr ich dem Menschen dann eine gute Erklärung gibt, eine gute, konsistente Geschichte liefere, dann hilft es sozusagen mit den Banken konstruktiv und offen zusammenzuarbeiten. Ja. Keine Geschichten zu erzählen, die ich nicht halten kann, sondern immer transparent und offen zu sein und ehrlich zu sein, aber halt gut aufbereitet, gut vorbereitet, gut strukturiert einen Plan zu haben. Ja. Und das kann man natürlich selber machen mit einer Bank, aber es ist auch unsere Aufgabe, diesen Bankdialog zu übernehmen und den Kunden gerade bei seinen ersten Finanzierungen zu begleiten auf diesem Weg, damit er da keine Fehler macht. Ja, ja. Und die Unterschiede sind groß. Ne? Also ich weiß es ja selber aus unserer Community. Es gibt einfach Leute, die sind da ein bisschen fauler und dann gibt es Leute, die sind da sehr fleißig. Da kann man wirklich einfach einen Unterschied machen. Absolut, ja, absolut. Und ich meine, Finanzierung ist vielleicht jetzt nicht das sexyste Thema. Ich meine, natürlich ist es schöner, sich mit Objekten irgendwie zu beschäftigen. Aber ähnlich wie bei dem Thema Steuern ist es ein extrem wichtiges Thema und man kann da extrem viel Geld sparen und sich auch langfristig einfach Optionen aufmachen, wenn man das von Anfang an richtig macht. Ja, ja, eben. Und man hat ja viel davon ist einmal Aufwand. Einmal seine eigenen Unterlagen, seine Story, genau. Das ist einmal sauber aufbereitet und das macht es nachher dann viel, viel einfacher. Ja. Ja. Stefan, unglaublich viel gelernt. Vielen Dank, war ein super spannendes Gespräch. Nochmal an alle, wer eine Finanzierung gerne anfragen möchte, bei der Interhyp über das Team, mit dem wir gemeinsam da zusammenarbeiten, immocation.de/Finanzierung. Ganz wichtiger Hinweis noch, wir verdienen da nicht mit an irgendeiner Einzeltransaktion. Das war uns ganz wichtig beim Aufsetzen der Partnerschaft. Wir wollen nicht in die Verlegenheit geraten, zu sagen, ihr macht dann am besten nur diesen Weg. Wenn ihr irgendwo anders einen anderen Weg findet zu einer guten Finanzierung, dann ist das logischerweise für uns auch super. Gilt auch speziell für die Leute bei uns im Coaching und so, dass wir da immer schön neutral bleiben. Wir sind aber sicher, dass wir eben mit den Zugängen, die Interhyp hat, ganz, ganz tolle Lösungen für euch bauen können. Also nochmal immocation.de/Finanzierung, wer da was anfragen möchte. Und dann, vielen herzlichen Dank, Stefan, war unglaublich spannend. Danke, Marco, hat viel Spaß gemacht. Genau, wir machen bald wieder, wahrscheinlich ein paar Monaten, großes Zinsupdate, holen wir den Bolle dazu und nochmal Tipps aus der Praxis, ne, wie man bestmöglich seine Finanzierung hinkriegt. Es wird spannend bleiben, glaube ich. Genau, Bolle heute leider krank, deswegen schöne Grüße, Bolle, gute Besserung. Bis dann, macht's gut. Ciao.